So, Endstation. Viel Spaß heute. Viel Spaß beim Zahnarzt. Lass jetzt also mal aussteigen. Oh, wir haben ja noch eine Route. Hoppala. Mensch, vollkommen, ja. Ich wäre fast ins Busdepot gefahren. Wie gesagt, kommst du da im Busdepot an, willst Feierabend machen, aber immer sind noch welche kleinen Krümel noch dort. Ja, Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video hier von der Schulbus-Mission bei Bus Simulator 21. Ihr wisst ja, meine ganzen Folgen sind wie das Spiel in drei Teile aufgesplittet. Wir haben die eigentlichen Hauptmissionen, wir haben die Kartenerweiterungsmission und wie hier die Schulbusmission. Und hier geht's weiter mit schlaue Zuweisung. Verbessere deine Buszuweisung, um einen einzelnen Bus für mehrere Schichten zu nutzen. Da haben wir jetzt folgende Aufgabenstellung. Erstelle zwei Schulrouten, die Valley Spring High School bedienen, mit einer optimalen Anzahl von Kindern, einer Fahrzeit von höchstens 12 Minuten. Das ist schon mal sehr interessant. Wir müssen die nicht fahren, nur erstellen. Gucken wir uns gleich mal an. Weise einen einzelnen eigenen Schulbus für die Morgen- und Nachmittagsschicht von zwei Schulrouten, die Valley Spring High School bedient, zu vier Schichten zugewiesen. Oh, das wird schon mal sehr interessant. Fahre zwei Morgen- und zwei Nachmittagsschichten, die Valley Spring High School bedienen. Huh, okay. Wird interessant auf alle Fälle. Wir legen los. Ich hoffe, ihr seid bereit. Das wird wirklich jetzt sehr interessant. Wir gucken erstmal. Es geht hier wirklich um die Valley Spring High School. Das ist hier in Greenwood. Das ist hier nicht. Das ist die Greenwood High School. Hier haben wir die Valley Spring High School. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir alle miteinander verbinden können. Wir müssen zum einen zwei Routen erstellen mit einer optimalen Anzahl an Kindern. Das heißt, das werden wir uns auch gleich mal angucken. Das sieht man auch ganz gut. Weise einen einzelnen Bus, einen Schulbus für den Morgen und Nachmittag. So heißt, hier geht es wirklich um den Morgen und Nachmittag. Das wäre auf alle Fälle sehr wichtig. Und denn das jeweils, ja, mit einem Bus oder mit zwei Bussen, wir kriegen die schon irgendwie hin. Also, wir erstellen eine neue Route. Da können wir jetzt zum Beispiel die hier nehmen, einmal erstellen. Und wählen jetzt einfach mal, optimal wären zum Beispiel 30 Schüler, indem wir jetzt einfach mal gucken, das hier nehmen, das hier nehmen, das hier nehmen. Okay, das klappt schon mal nicht. Ah, Valley Springs ist aber auch groß, wa? Ach, guck mal. Ach so, nee, warte mal. Valley Springs High School, da können wir jetzt hier alle mit reinnehmen, wa? Jo, das machen wir einfach auch. Ich würde mal sagen, wir machen dann folgendermaßen. Wir nehmen mal hier die hier. Die hier. Die hier, die hier. Die hier. Wie gesagt, immer so ein bisschen gucken, dass das Optimale bleibt. Okay, 5 hier. Optimal soll es ja sein. Ist optimal, ist 29 optimal. Du befindest dich innerhalb des optimalen Bereichs. Okay. Dann heißt ja optimal, selbst wenn ich hier weniger mache, oder? Selbst wenn ich den hier wegnehme, 24, ist immer optimal. Wenn wir jetzt den hier zum Beispiel nochmal wegnehmen, ist immer noch optimal. Die Route ist voll, okay. Wir befinden uns jetzt hier im optimalen Bereich. Das heißt eigentlich im Grunde genommen, wir nehmen jetzt hier alles weg. Das ist wirklich mal sehr interessant. Das ist schon eine knackige Aufgabenstellung. Es ist immer noch optimal. Das heißt, wir könnten einfach auch, bin ich der Meinung, rein theoretisch gesehen, wirklich jetzt einfach mal... Hier müssen wir auch 4 Haltestellen bedienen. Okay, 4 müssen wir auf alle Fälle. Also, es heißt, wir müssen keinen 30 bekommen. 30 ist das Maximal an optimalen Haltestellen. Das können wir uns ja ganz gerne so machen. Dann machen wir das hier alles so. Und dann fahren wir dorthin. Das übernehmen wir jetzt mal. Jetzt gehen wir nochmal auf Valley Springs. Eine neue Route. Und dann würde ich sagen, wählen wir einfach mal jetzt die Richtung hier. Einmal hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und das war's. Einmal übernehmen. So, das erste schon mal durchgestrichen. Weise einen einzelnen eigenen Schulbus für die Morgen- und Nachmittagsschicht von zwei Schulrouten zu. Ah, warte mal. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf unsere Route und weisen den jetzt hier was. Ach, guck mal, er zeigt uns das sogar.
Wir haben jetzt einen Morgen und Nachmittag. Dann machen wir es mal so. Die wurden nämlich schon gelegt. Wir setzen den jetzt einfach mal hier rein. Okay. Und hier nochmal hinzufügen. Den jetzt hier rein. Einmal übernehmen. Okay. Dann gehen wir mal ganz fix. Wir kaufen uns mal noch ein paar Schulbusse. So, also einen haben wir schon gelegt. Das war Route 1. Route 2 müssen wir jetzt auch noch belegen. Da ist es zum Glück schon mal weg. Einmal hier hinzufügen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Und einmal hinzufügen den hier. So, das müsste jetzt eigentlich alles geklappt haben. Nö. Guck mal, eine Schicht zugewiesen, okay? Eins von vier Schichten zugewiesen. War anscheinend noch nicht gut genug gewesen. Weise einen einzelnen Schulbus für die Morgen- und Nachmittagsschichten von zwei Schulrouten, die Valley Spring High School bedienen. Okay. Gehen jetzt mal hier nochmal rauf. So, einen Schulbus hinzufügen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Den müssen wir uns mal merken. Schulbus hinzufügen. Route 2. Das müsste jetzt ein einzelner sein. Vielleicht meinen die wirklich nur einen Bus, der aber für beide Schichten fährt. Ja, okay. Das hat schon mal geklappt. Also nur ein Bus. Ihr sollt jetzt nicht für eine Route zwei Busse nehmen. Also sagen wir mal Bus 1 und Bus 2, sondern Bus 1 fährt morgens und Bus 1 fährt auch nachmittags. Das sollt ihr machen. Also hier löschen wir das Ganze nochmal. Mal kurz zurückgehen. Komischerweise verschwinden die nämlich nicht. Da müsst ihr erstmal wieder einmal zurückgehen. Einmal hinzufügen. Jetzt nehmen wir den hier. Und den hier. So. Eine Schicht haben wir jetzt nochmal. Was noch sein könnte. Wir probieren nochmal Folgendes aus. Erstmal hier auf Entfernen. Entfernen. So, jetzt hat man jetzt nur noch eine Schicht gehabt. Warum auch immer. Warum wir auch immer sowieso nur noch eine Schicht haben, verstehe ich sowieso nicht. Weise einen einzelnen eigenen Schulbus für die Morgen- und die Nachmittagsschicht von zwei Schulrouten. Oder sollen wir nur einen nehmen? Das kann auch sein. Einmal hinzufügen. Wir nehmen mal hier die Nummer 1. 2. Ach, wir sollen für beide Routen wahrscheinlich. Warte mal. Hinzufügen. Okay, so war das. Also für zwei Routen macht aber richtig wenig Sinn, muss ich echt sagen. Wahrscheinlich soll man mit der einen Bus die Zeit ein bisschen bestimmen, aber ihr nehmt euch nur einen Bus für die zwei Routen und packt die auf Morgen und Nachmittag. Das war's gewesen. So, jetzt fahre zwei Morgen- und zwei Nachmittagsschichten, die Valley Springs High School bedienen. Also jetzt müssen wir im Endeffekt eigentlich nur fahren. Das war es eigentlich auch schon gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal auf Fahren. Nehmen jetzt hier unseren Bus. Ach so. Ja, wie gesagt, manchmal ist es einfacher, mal als man wahrscheinlich denken könnte oder so. So, das heißt, wir müssen jetzt ja so viele Sachen eigentlich beachten. Nämlich zum einen müssen wir erst einmal das und die Türen aufmachen. Na, ihr Kleinmäuse? Hallöchen. Hausaufgaben gemacht? Okay. Ihr könnt natürlich jetzt die Stoppschilder nehmen oder nicht. Die sind jetzt hier nicht vonnöten, weil hier geht es wirklich nur um die Schichten zu fahren. Das machen wir jetzt auch so. Wir werden wirklich nur die Tür öffnen und das war es im Endeffekt gewesen. Nee, aber wie gesagt, manche Missionen, die sind einfacher, als man wirklich denkt. Aber man kommt, man macht es halt ein bisschen schwieriger, weil man denkt wirklich bei zwei Routen, das sind zwei verschiedene Routen, wir steuern keine der Haltestellen doppelt und dreifach an. Und da sollen wir einen und denselben Bus nehmen. Wir sollen nur Bus Nummer 1 nehmen für insgesamt vier Fahrten. Zweimal morgens und zweimal nachmittags. Und das gleiche tun wir jetzt auch. Hier zählt es halt nicht mit dem Bus, das ist egal. Hier fahren wir einfach jeweils zweimal morgens und zweimal abends. Und das ist egal, mit welcher Route. Wir können mit der Route jetzt morgens fahren und abends fahren und können bei der nächsten Route das gleiche machen. Wir können natürlich aber auch selbstverständlich mit einer und derselben Route versuchen, beide Fahrten jeweils zweimal zu fahren. So, ich weiß nicht, was er hier macht, aber ist ja gar kein Problem für mich. So. Super gehalten, ganz toll. Wer hätte das gesagt? Klang aber nicht wie ein Kind. Na? Alles gut? Aufgeregt?
Glaube ich. Ah, ich finde aber wirklich diese Schulbus-Mission finde ich richtig schön. Also von daher könnt ihr es euch, wie gesagt, einfach machen. Ihr könnt sehr nah beieinander liegende Haltestellen hier nehmen und es einfach so ein bisschen genießen. Wie gesagt, ansonsten, ihr müsst natürlich ein bisschen beachten. Eigentlich solltet ihr auch das hier anmachen. Gibt es auch nochmal, glaube ich, extra Punkte. Zumindest kriegt ihr keine Minuspunkte dafür. Aber wie gesagt, müsst ihr nicht unbedingt. So, jetzt müssen wir mal achten. Ich glaube, ich muss jetzt hier gleich links abbiegen. Nehme ich hier. Da warten sie schon. Halt, einsteigen! Kann man pünktlich... Oh, wir kommen pünktlich. 10 Minuten beginnt die Schule, Freunde. Hopp, 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 Sportskanon. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. School, slow. Ja, schön. Ist mir egal, ob hier eine Schule ist. Ach, guck mal. Auch knuffig, wie die hier alle wirklich da vorhin fahren. Guck mal, die hocken da. Die quatschen mit deiner süß gemacht. Also, wie gesagt, ich finde sowieso dieses hier Schulbus sehr, sehr gut gemacht. Ich freue mich schon auf die Straßenbahn, weil ihr seht, hier sind sehr viele Gleisen gesetzt. Ich werde mich mal in den nächsten Folgen informieren, wann denn hier eigentlich oder wann genau das DSC hier kommt. So, alle rausgelassen. Müssen wir mal kurz abwarten. Das ist jetzt nur der Zahltag. Bis nachher. Vielleicht. Schnellreise zum Start der nächsten Schulbusroute. Schnellreise manuell dorthin fahren. Ja, Schnellreise. So, jetzt seht ihr, jetzt haben wir 1 von 4. Eine Route fahren wir jetzt nochmal. Ist es eigentlich dieselbe hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ist nicht dieselbe. Ah, und dann holen wir die wahrscheinlich alle ab. Bin ich mal gespannt, ob es wirklich so ist. Also, ist natürlich dann auch cool geregelt, wenn es wirklich so ist. Hier bedienen wir wirklich unsere 2 Routen. Ja, du, ich kann warten. Ich habe Zeit. Ich habe zwar jetzt hier nur im Bus quasi unsere Zukunft, die fleißig lernen sollen. Oh, verdammte Scheiße. Kinder, lernt was Ordentliches, werdet nicht Busfahrer. Doch, werdet Busfahrer natürlich, selbstverständlich. Werden auch Busfahrer gesucht, aber ich wollte es jetzt einfach nur mal so ein bisschen verdeutlichen. Nee, aber sich mir den Weg zu stellen für unsere Zukunft, gehört sich nicht. So. Das ist aber die andere Route. Und ich bin mal gespannt, wenn wir die abgeschlossen haben und wenn wir wieder zur nächsten Route springen, ob wir dann auch auf den Nachmittag unterwegs sind. Was ist denn das für eine Stimme? Hey, Junge, was ist los? Schule beginnt gleich. Einsteigen. Okay. Der will nicht. Aber wie gesagt, die Aufgaben waren mal ein bisschen kniffliger gewesen. Man muss aber versuchen, doch ein bisschen einfacher zu denken. So typische Sache auf. Ja, du, ich dachte, der biegt ab. Hallöle! Ah, ganz schöne Schieflage hier, wa? So, damit haben wir jetzt auch die 2. von 4 Routen geschafft. Kleine Anmerkung, falls ihr Bock habt und noch jemand, der hier dran ist, schreibt gerne was in die Kommentare. Für irgendwelche Fragen zu dem Spiel, dann komme ich sehr gerne zum Anfang der nächsten Folge darauf. Hi! Hallo! Hi, hast du deinen Schulranzen vergessen? Der auch! Ah, das wären auf alle Fälle studierende Menschen später. Einfach mal die Mappe vergessen. Nicht mitgenommen. Ich schreibe auf den Tisch. Mit meinen Schmalz im Ohr. Wird es da rausgeholt? Nein, ist egal. Das ist meine leichte Müdigkeit. Das ist aber auch einfach so ein Durchzieher. Die gehen schon aus dem Weg. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen weiter bis zur Highschool. Wie gesagt, ohne Force Feedback ist das ein bisschen eklig. Ah? Kann ich auch aus, lieber Wolf, Formel 1 Fahrer. Und da vorne easy auch schon. Wie gesagt, also, ihr könnt natürlich euch die Routen legen, wie ihr wollt. Wenn ihr Bock habt, einfach längere Routen zu fahren, dann macht euch längere Routen. Gerade bei den Schulbus-Missionen, das Ende ist ja immer dasselbige. Hier geht es immer zur Schule oder es geht von der Schule los. Aber wenn ihr eine Stelle haben wollt, dann reicht es wirklich, wenn ihr dann die nächstliegenden Haltestellen macht. Außer natürlich bei 2 Routen, dann müsst ihr auf... Ja.
auf ein paar Haltestellen verzichten, gerade auf die, wo ihr schon bei der ersten Route ein paar Haltestellen euch herausgenommen habt. Die könnt ihr nicht doppelt und dreifach einsetzen. So. Kurz mal abwarten, dann müsst ihr jetzt auch gleich 2 von 4 ganz unten stehen. Und dann bin ich mal gespannt, ob er automatisch mit uns in den Nachmittag hineinspringt. Tschüss, ja, sag mal nicht mal Tschüss, genau. Tschüss. Und es ist auch 2 von 4, aber jetzt müssen wir wirklich mal von der Zeit springen. Und das probieren wir mal aus, indem wir einfach mal nach vorne springen. Einmal anwenden. Und einfach mal in die nächste jetzt fahren. Der springt nach vorne. Wo springt der nach vorne? Puh, wo sind denn die Kinder? Warte mal. Nein, Spieler, spring doch nicht immer nach vorne. Ach, der eine Bus, okay. Da werden euch 2 Busse angezeigt. Oh, da sind sie ja schon. Guck mal, wenn ihr jetzt hier jetzt die Fahrt beginnt, zum Beispiel hier, und jetzt auf jetzt fahren geht, der ist für morgen und der ist für Nachmittag. Ach, ich bin auch ein Dödel. Okay, also müssen wir also selber manuell machen. Ihr geht jetzt auf irgendeine Route auf jetzt fahren und ihr seht es ja hier. Der Bus ist für morgen, der für nachmittags. Das müsst ihr halt hier auf nachmittags gehen. Oh, ich stand da schon bereit. Oh, die Eltern wundern sich auch, wo bleiben denn unsere Kinder? Es war 24 Stunden in der Schule geblieben. So, wir müssen ja mal einmal ganz kurz wenden. Vielleicht kriegen wir halt der hier irgendwie hin. Einmal hier und einmal da. Na, nicht ganz. Boah, rauchen die Lehrer da? Das sind Lehrer, wa? Alter. Die rauchen erstmal irgend so ein grünes Zeug dort. Haben es aber auch schwer, ey. Die Armen. Gut, das wird jetzt hier voll, ey. Eieieiei. Nein, war die Schule gewesen. Oh. Habt ihr Hausaufgaben aufbekommen? Hallo, Kinder. Hi. Ich habe mir gestern Fotos von den Haustieren gezeigt. Oh. Die sind alle so süß. Ja. Oh, Mann, ey. Verstehe ich vollkommen. Ich muss dazu sagen, ich hätte als Kind nie ein Haustier gehabt. Meine Eltern wollten, sagen wir mal, das nicht. Aber meine Eltern war auch fast klar gewesen, dass sie hatten es mal mit mir probiert mit Haustier, dass ich mich nicht darum kümmere. Also von daher vollstes Verständnis dafür. Als Kind sollte man sich dann schon darum kümmern. Natürlich ist mit Kindern immer ein bisschen schwer. Es hat nicht Normalität, dass die Kinder sich selber darum kümmern. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Und naja, es hat sich aber dann auch so ein bisschen geprägt. Ja, du kriegen was hin heute noch? Schön, danke schön. Hat sich aber so ein bisschen geprägt, denn als ich dann im Endeffekt alleine gewohnt hatte, habe ich mir zum Beispiel Mäuse, einen Zwerghamster und später dann Katzen geholt, war. So kamen 2 Katzen zustande. So. Wer hört denn hier laute Musik? Ey, find die erstmal. Danke. Bisschen schade, dass sie keine Kopfhörer aufhaben. So, jetzt bringen wir die im Endeffekt einfach nur nach Hause. Nee, aber ich weiß nicht, habt ihr Haustiere? Habt ihr Haustiere jemals gehabt? Vielleicht als ihr Kind wart oder so? Das wäre auch mal interessant. Aber ich kann es mir vorstellen, ey. Ich hab auch mal die Leute beneidet, ob sie Hund oder Katze haben oder irgendwie generell ein Haustier. Ich wollte auch unbedingt eins haben. Mein Vater hat sich damals Fische geholt. Fische war natürlich mega spannend gewesen. Also, da saß ich dann auch davor und dachte mir so, boah, ich gehe wieder nach oben in mein Zimmer, langweile ich mich wenigstens da. Er hat was eine Zeit lang von den Nachbarn aus mit einem Kaninchen probiert oder es war Hamster, was auch immer gewesen. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Hat gestunken in mein Zimmer quasi. Selbst mein Vater musste quasi den sauber machen, weil ich mich darum gekümmert habe. Und deswegen stand dann auch fest, okay, den Jungen, den geben wir kein Haus. Ja, wie gesagt, mit den Katzen jetzt hier. Ja, das ist schon, also Tiere sind wirklich schon was Schönes, gerade Haustiere. Ist schon was, macht schon richtig viel Spaß. So. Oder. Ciao. Viel Spaß beim Fußball, Basketball oder beim Ballett. Hauptsache, ihr habt Spaß. Oh, wo muss ich jetzt hier lang? Ach, da lang, okay.
Auch nochmal eine kleine Randinformation. Ihr werdet, wenn ihr das so wie ich macht und nie Stoppschilder ausfahren lässt und diese Stolperfalle, wo die Kinder dann quasi nicht vom Bus über die Straße laufen können, wenn ihr die nie benutzt, werdet ihr nie eine Zufriedenheit auf eure Route von mindestens 4 Sternen bekommen. Immer sind es dann nur 3 Sterne, weil ihr einfach so wenig Erfahrungspunkte sammelt. Als kleinen Tipp dafür, wenn vielleicht später noch eine Aufgabe kommt, mit wir sollen 4 Sterne Zufriedenheit bekommen, dann müssen wir dies natürlich ändern. Das mache ich jetzt gerade eben nicht. Das lassen wir einfach so. Was ist mit Ihnen hier vorne? Er lässt ihn doch vorbei. Ja, du, kann man machen. Steht halb auf der Straße und lässt die Leute vorbei. Außer er will, er kann ja gar nicht abbiegen. Ja, der macht das Gleiche hier. Hopp, 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 hopp. So, meine kleinen Kiddies, viel Spaß. Habt einen schönen Feierabend bei der Schule. Macht eure Hausaufgaben, seid artig, grüßt eure Mütter von mir. Und die Väter natürlich auch. Und dann sehen wir uns. Viel Spaß mit euren Haustieren. Macht's gut. Ich hab gehört, es gibt neue Folgen von Thorsten, der kleine Bus. Hui! Ist der elektrisch. Oh, cool. Oh, balla. So, oh doch, wir haben Erfahrungspunkt von 100, von 5 Sternen bekommen. Krass. So viel dazu, ich habe so viel Ahnung vom Spiel. Gut, jetzt machen wir noch eine Route, ihr seht 3 von 4, wir müssen ja, ich mache vollzeitbar einfach jetzt alle hier. Und jetzt nehmen wir uns den Nachmittagbus, damit springen wir jetzt eigentlich normalerweise dorthin. Wie weit willst du denn vorspulen? So, ihr könnt aber auch sofort hier erst einmal zur Schule nämlich springen. Schnellreise. Und jetzt müssen wir das gleiche nochmal machen. Es ist nochmal ein bisschen doof. So, da stehen sie auch schon. Perfekt. Ohne dass wir nochmal einen Zeitsprung machen mussten. Steigt mal alle ein. Halt euch schön fest. Na? Wie, was? Du musst zum Zahnarzt. Wann? In 5 Minuten? Kriegen wir hin. Alle drin? Okay, festhalten. Hast du gerade süß gesagt? Ach, Gottes Willen, ey, die Generation. Süß. Hat er jetzt Cristiano Ronaldo gemacht mit Tschüss? Oder hat er süß gemacht? Früher gab es wirklich sowas wie krass, Alter. Also, es gab ja sowas wie cool, dann gab es krass, dann gab es teilweise zeitlang krass, Alter. Und dann später, die jetzige Generation, haben dann teilweise noch süß gesagt. Aber ich glaube, die meinten auch vielleicht süß oder so. Aber ich habe immer so süß gesagt. Also, viel jetzt zum Zahnarzt. Ja, falsche Richtung. Er kann ja auch sich ein bisschen beeilen. So, halt euch schon mal bereit. Ich mache jetzt schon mal die Türen auf. Oh. Die Tür. Hallo. Die Tür ist noch offen. Ja, spring raus. Hab ja gesagt. Halt euch bereit. Das war jetzt eine kleine Probe gewesen. Nächster Halt. Second Avenue. Aussteigen, 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 aussteigen. Hopp, 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 hopp. 3, 2, 1 und zack. Schweige gehabt. So, nächster Halt. Ula Street. So. Schnell aussteigen hier. Zack, 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 zack. 3, 2, 1. Und Tür zu. Okay. Nee, keine Sorge. Hier, ihr könnt aussteigen. So. Mädel, ich weiß, du willst nicht zum Zahnarzt, aber ich hab's geschafft. Du kannst pünktlich zum Zahnarzt. So, Endstation. Viel Spaß heute. Viel Spaß beim Zahnarzt. Perfekt. Gut. Freunde, Donner, ich glaube, das war's gewesen. Wir haben es geschafft. Lass jetzt also mal aussteigen. Richtet sich jetzt hier so ein bisschen. Ich glaube, die Route war richtig schlecht gewesen. Da gibt es vielleicht nur 1 oder 1,5 Sterne, wenn überhaupt. Oh, wir haben ja noch eine Route. Hoppala. Mensch, vollkommen, ja. Ich wäre fast ins Busdepot gefahren. Wie gesagt, kommst du da im Busdepot an, willst Feierabend machen, aber immer sind noch welche kleinen Krümel noch dort.
Jetzt aber! Keiner kann Tschüss sagen, na dankeschön. Ausgezeichnet! Durch den cleveren Einsatz der Busse... 4 Sterne haben wir dafür bekommen! ...verhindern, dass sie zu voll sind und sparen Ressourcen. Jetzt würde ich dir gerne jemanden vorstellen. Das ist mein Sohn. Er geht jetzt bald auf die St. Anthony. Hallo, ich heiße Brandon. Hi, Brandon! Brandon findet das neue Schulbusprogramm auch spannend. Er interessiert sich für alles, was einen Motor hat. Ja, ich hoffe, ich kann auch bald mit dem Schulbus zur Schule fahren. Ich finde sie echt interessant. Wussten Sie, dass es für die gelben Schulbusse in den USA mehr Regeln gibt als für alle anderen Fahrzeuge? Du glaubst nicht, wie oft ich mir das schon anhören durfte. Ich möchte, dass wir St. Anthony ebenfalls ins Programm aufnehmen. Für Brandon. Ich habe da ein paar Ideen, wie wir das möglich machen könnten. Zuerst sollten wir betonen, wie sicher unsere Schulbusse sind. Und dann sollten wir dafür sorgen, dass wir das Programm dauerhaft aufrechterhalten können. Ja, du, können wir für Brandon alles machen. Aber voll gut, Leute. Und das alles in der nächsten Folge. In der nächsten Folge geht's mit folgenden, ja, 2 Nebenmissionen weiter. Erreiche eine Zufriedenheit von 3,5 Sternen auf 4 verschiedenen Schulrouten mit optimaler Anzahl von Kindern. Erreiche 2 Zahltage auf Schulrouten, die Greenwood High School oder Valley Spring High School bedienen. Also da müssen wir halt im Endeffekt, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.